Ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Aha, aha, aha. Yes, yes. Ja, ja, ja. Ja, in Düsseldorf. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir sind wirklich sehr geschmeichelt. Applaus für Ufo Lindenberg an dem Keyboard, an der Orgel, an der Kathedralenorgel. Er hat sich gleich eine Mütze hier gekauft, weil er es hier so schön findet. Die hat er sich eben gekauft. Egal. Ja, ich bin Pastor Leumund. Und wir können jetzt abstimmen. Das ist ja hier eine demokratische Plastik. Wir können jetzt abstimmen, ob ihr erst einen Dia-Vortrag hören wollt oder gleich in die Vollen. Wollt ihr mich rappen hören? Oder wollt ihr mit mir diskutieren? Die drei Sachen gibt's. Rappen. Okay, dann wird zuerst gerappt. Gut, dann kommt jetzt. Ja, beim ersten Song kannst du mal Schilder halten. Du bist noch nicht dran. Okay? Geht los. Ich muss doch nochmal laut sagen am Anfang. Geigen hängen immer tiefer. Ein Schwan fällt vom Dach und niemand fragt, wie viele unterbezahlte Finger haben unsere bunten Hasskappen gehäkelt. Da hilft uns keiner raus, auch wenn wir Ricola Brokkoli noch nicht kaufen können. Der Vorgeschmack ist da, da. Von übermorgen. Würden sie sich mögen ohne Ellenbögen? Oder bleiben sie in einvernehmlicher Abscheu, kleinlaut und kalt am Gehalt festgekrallt? Wie parfümierte Staubfänger im Amt für angewandte Arroganz. Scheinselbstständig im Starkregen, langsam eins werdend mit der Frenetik einer Leihgurke. Alle kaufen Kippen, anstatt das Kaufen zu kippen. Wer möchte denn noch an der Garderobe arbeiten, wo alle ihr Gewissen abgeben? Welche Körbchengröße haben denn unsere Kühlschränke noch? Wir wanken zwischen Wischtelefon und Apokalypse. Fridays for Futures, die kriegen alle Solastalgia, Alter. Solastalgia. Wollt ihr alle Solas? Wollt ihr, dass eure Kinder alle Solastalgia krank werden? Solastalgia ist eine Krankheit. Der Verlust des Lebensraumes schlägt sich auf das Gemüt nieder. Wir wanken zwischen Topfpflanzen und Hysterie. Ja, das war das Intro. Ich mache die Musik ein bisschen leiser. Ja, jetzt wird es wieder gemütlich. Yeah. Aha. Yeah, yeah, yeah. Ich möchte die Aufmerksamkeit lenken auf das, was wir auf Bierbänken nicht bedenken. Ich will euch was zum Nachdenken schenken, eine unsichtbare Fahne schwenken. Manchmal fühlt man sich schon nach einem bisschen überlegen. Das Oberstübchen mal ein bisschen durchfegen. Nicht
um euch im Gedankenturm zu Rapunzeln, sondern für den Moment zwischen Stirnrunzeln und Schmunzeln. Die grauen Zellen schön geschmeidig halten, aber auch nicht überdehnen, damit sie nicht auf Durchzug schalten. Die Schonhaltung beim Denken nach dem Gehirn verrenken kann das Niveau nämlich wiederum deutlich senken. Schubladenschluss in der Dachkammer, raus aus dem Kopf mit dem Holzhammer. Länger nachdenken findet eben nicht so viele Nachahmer. Löse das Rätsel lieber langsamer. Schubladenschluss in der Dachkammer, raus aus dem Kopf mit dem Holzhammer. Länger nachdenken findet eben nicht so viele Nachahmer. Löse das Rätsel lieber langsamer. Wer hat den Mond geklont, meinen Albtraum vertont? Das hat sich bestimmt gelohnt. Beim Hoffnungslosverfahren ziehst du keine Lose, sondern nur dir selbst an den Haaren herbei. Der letzte Scheiß ist der letzte Schrei. Lass uns lieber ins Verweigern reinsteigern und zum Beispiel über aufgemotzte Taschenglotzen abkotzen. Ihr kriegt keine Kraft von frisch gestresstem Frustsaft. Und das Mittel gegen den Konsum, Haltung, Schaden gibt es nicht im Laden. Schubladenschluss in der Dachkammer, raus aus dem Kopf mit dem Holzhammer. Länger nachdenken findet eben nicht so viele Nachahmer. Löse das Rätsel lieber viel, viel langsamer. Dritte Strophe, aktuell. Der Kamm, über den ich alles scher, hat schon gar keine Zinken mehr. Die meisten Vergleiche hinken sehr. Und wenn ich nicht bewusst mein Bewusstsein erweitere, hänge ich immer mehr meinen Instinkten hinterher. Dies ist kein Aufruf, dem Beziehen von Positionen zu entfliehen. Es gelten weiterhin Kategorien, die der Orientierung dienen. Warum macht Beuys nicht mehr bei den Grünen mit? Warum ist die ganze Ökoszene gerade bedroht abzukippen in... Ihr wisst schon. Querdenken, Leute. Die Ökoszene ist kurz vorm Querdenken. Ja, was faselt der da? Ist das Off-Topic? Nee, das werdet ihr schon noch merken. Kennt ihr die Zeitschrift Sein? Das ist so eine ESO-Zeitschrift. Liegt überall, in allen Bioläden, stapelweise. Die schwurbeln hardcore ab. Das ist wirklich gesundheitsgefährdend, was da drin steht. Ihr müsst mir die alle vorbeibringen, diese Zeitschriften, weil auf der Rückseite steht in einer Ecke so ganz groß Fernheilung. Das ist so eine Anzeige. Die brauche ich für meine Plakate. Könnt ihr mir diese Fernheilungsecken bitte alle vorbeibringen? Danke. Ey, du Hufeisen, du siehst aus wie ein Hufeisen. Ja, übrigens gibt es noch so eine andere Zeitung, die heißt Demokratischer Widerstand, die könnt ihr auch alle aus dem Ständer pflücken, ganz schnell. Hier machen sich flächendeckend Fettnäpfchen breit. Hier machen sich flächendeckend Fettnäpfchen breit! Und ich bin immer noch nicht müde von dem ganzen Streit.
Schubladenschluss in der Dachkammer. Raus aus dem Kopf mit dem Holzhammer. Länger nachdenken findet eben nicht so viele Nachahmer. Löse das Rätsel lieber langsamer. Yeah, yeah. Applaus für Uwe Lindenberg. Geiles Orgel-Solo. Ja, sehr gut. Ja, das hat schon ganz kurz geklappt. So, jetzt muss ich ja wieder Kontakt zu euch aufbauen. Jetzt habe ich euch zugetextet. Ja, wie fandet ihr das? Und jetzt so hier im Museum, Quatsch, Schauspielhaus, macht das Sinn? Hä? Ist okay? Also mich hat das eben ein bisschen wahnsinnig gemacht, ja? Da ging eben die Demo vorbei gegen das Versammlungsrecht. Hier ist irgendwie demokratische Plastik, Alter. Völlig abgeschirmt. Ich bin irre geworden eben. Sorry, tut mir leid, ich musste ganz viel CBD eben rauchen. Okay, okay. Also ich halte auch einen Vortrag über meine Partei. Ja, auch ich habe eine Partei. Sie heißt die Bergpartei. Ich bin der Bundesgeneralsekretär und im heftigen Superwahljahr. Und ich habe noch nie so geile Plakate gemalt wie die in der letzten Woche. Ich bin so richtig auf Zack, weil mich das so sauer macht, diese Fressen, wie noch nie zuvor. Ich kann diesen Lindner nicht mehr sehen. Ich reiß den sofort ab. Ich dreh durch. Der schwurbelt übrigens auch hardcore ab. Der ruft dazu auf, gegen Maßnahmen auf die Straße zu gehen. Der Typ. Und der kriegt dafür noch 15%, Alter. Es ist nicht zu fassen, Alter. Dass der nicht verboten wird. Egal. Gut, nächster Song. Gut, das ist doch, passt doch ganz gut. Jetzt ist was zum Mitmachen. Und zwar hier. Okay, also das mit den Klobürsten ist jetzt so. Der Song ist quasi der Klobürsten-Song. Und ihr müsstet dann eigentlich alle auf die Bühne kommen jetzt. Weil sonst funktioniert das nicht. Vielleicht einfach nur die, die wirklich jetzt schon ahnen, worum es geht, könnten auf die Bühne kommen. Ah ja. Gut, dann in der Zeit kann ich schon mal kurz erklären, was es mit der Klobürste auf sich hat. Die wurde ja berühmt in Hamburg beim G20, in den Vormonaten des G20, als die Bevölkerung von Hamburg massiv mit Repressalien terrorisiert wurde. Und da wurden welche festgenommen, weil sie Klobürsten gekauft hatten bei Butnikowski in St. Pauli. Und sind dann plötzlich alle zu Butnikowski gerannt und haben sich Klobürsten gekauft. Und deswegen ist die Klobürste jetzt sehr berühmt in Hamburg. Mir wurde schon mal eine 3-Meter-Klobürste überreicht auf einer Demo in Hamburg.
Das ist jetzt vielleicht hier bis nach, wo sind wir? Stuttgart? Egal. Nicht so vorgedrungen. Aber unabhängig von dieser schönen Geschichte ist ja die Klobürste auch noch ein Symbol für etwas anderes. Und davon singe ich jetzt dieses Lied. Und ihr müsstet einfach, also wichtig ist, dass man sieht, dass ihr total entspannt seid, unverkrampft. Was ihr macht, ist eigentlich völlig egal. Ihr müsst einfach so ausstrahlen, ist mir noch egal. Ja? Und dann könntet ihr noch rhythmisch irgendwas machen, synchron, irgendwas. Lasst euch was einfallen. Gut. Okay. Ja, da klopft's. Moment. Ja, also das, kannst du nochmal, da ist irgendwie so ein, das eine, die eine Orgelpfeife ist verstopft. Kannst du mal reinigen? Okay. Und zwar ist es immer so, ihr müsst mir helfen, wenn ich das Braune muss wegschreie, dann müsst ihr auch mitschreien. Ja, also immer da, wo das Braune muss wegsteht, da müsst ihr mitschreien. Jetzt habe ich alles verraten. Scheiße, nochmal von vorne. So. Es geht los. Yeah. Pastete 21. Hat einen Zweck, das Braune muss weg. Vom Spülen geht der Dreck nicht weg, das Braune muss weg. Weggucken hat keinen Zweck, das Braune muss weg. Es fehlt sonst der Wohlfühleffekt, das Braune muss weg. Come on, das Braune muss weg, das Braune muss weg. Es hat sich als Fehler entpuppt, wenn man nicht regelmäßig schrubbt, das Braune muss weg. Das Braune muss weg. Ich empfehle den Einsatz von Bürsten gegen Rückstände von Würsten. Aha, yeah. Härter schrubben, da ist doch noch, da sind doch noch Rest, da ist doch noch Restdreck. Jetzt schrubb doch mal härter. Haltet eure Klos sauber. Haltet doch die Klos ein bisschen sauberer. Manchmal sind die Flecken gar nicht braun, manchmal sind sie grün. Gerd, Bastian, Petra, Kelly, was war denn da, da, da? Hä? Josef Beuys, wollte der nicht mehr mitmachen? Komisch, komisch, Zusammenhänge, ich hab nichts gesagt. Die Klobürste hat einen Zweck, das Braune muss weg. Weggucken hat keinen Zweck, das Braune muss weg. Hier fehlt sonst der Wohlfühleffekt, das Braune muss weg. Vom Spülen geht der Dreck nicht weg, das Braune muss weg. Das Braune muss weg, das Braune muss weg. Der Ekel kann sich schlecht entfalten, wenn wir die Schüssel sauber halten. Ja, das war schon. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus für den wunderbaren Klobürstenchor. Lasst einfach die Klobürsten hier liegen. Wir können das dann auch zum Schluss machen, wie im katholischen Gottesdienst. Nicht, dass ich euch die Oblaten gebe, sondern ihr gebt mir dann die Klobürste. So. Und jetzt wollen wir zusammen die außerplanetarische Opposition anrufen, denn wir finden hier nicht raus aus dem Kapitalismus, das ist nichts Neues. Manchmal muss man das einfach nochmal sagen. Das liegt ja gar nicht an uns Einzelnen. Wir hängen halt in irgendwas fest. Und wo ist denn jetzt eigentlich der Notausgang? Ich weiß nicht. Sie ein? Die außerplanetarische Opposition.
Wir haben das hektische Gemorse als Notruf verstanden. Planetarische Opposition. Wir bereiten einen Besuch auf eurem Planeten vor. Endlich wurde Zeit. Bitte verhaltet euch ruhig und beobachtet das Wolkenbild. Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens, welcome! Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens, welcome! Die, die zu viel Geld haben, legen den Rest der Welt lahm. Die Menschheit verhält sich seltsam. Bei denen blitzt es nie, wenn sie zu schnell fahren. Ich find generell das Modell arm. Wir sind alle völlig aus dem Gleichgewicht, wegen diesem oder jedem Bleichgesicht. Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens welcome. Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens welcome. Aliens welcome. Wir sind hier unten, es ist genug Platz zum Landen. Bitte, lass uns nicht allein! Für immer im inneren Fernsehzimmer verschlimmern sich geschwindelte Hoffnungsschimmer. Sind die Gedanken frei oder sind wir vom Brainwash? Ha, jede Idee ist geklaut dank dem Dauerbrenner Gänsehaut. Jede Fanta, sie schweigt überholt von der Wirklichkeit. Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens welcome. Die Menschheit verhält sich seltsam. Gegen die Kälte der Verhältnisse hält nur ein dickes Fell warm. Aliens welcome. Und wenn's nicht mehr kälter geht, hilft nur noch Solidarität. Ja, machen wir noch Gartenzaun hinterher jetzt. Ja, Ufo Lindenberg ist mein Organist. Und Ufo Lindenberg hat auch den Song eingesungen, der jetzt kommt. Am Anfang hört ihr ihn. Hinterm Gartenzaun geht's weiter. Ein neuer Zaun. Hinterm Gartenzaun immer weiter. Ey, das ist kein Traum. Pass bitte auf, dass du dich nicht verkrampfst. Wähl den richtigen Hahn, sonst ist dein Antrieb Angst. Nimm dir lieber die Zeit und nicht das bisschen Geld. Sicherheit ist nicht das, was dich am Leben hält. Wie viel Handlungsspielraum passt denn noch zu den ganzen Rechnungen im Briefkasten? Gibt es noch irgendwas, dem ihr begegnen wollt? Kommt aber vor die Tür, der Diskrepanzer rollt. Der Diskrepanzer rollt. Christian Lindner, aha. Der Diskrepanzer rollt. Mentalverschiebung gegen Zentralverriegelung. 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 Mentalverschiebung. Pass bitte auf, dass du dich nicht verkrampfst. Wähl den richtigen Hahn, sonst ist dein Antrieb Angst. Nimm dir lieber die Zeit und nicht das bisschen Geld. Sicherheit ist nicht das, was dich am Leben hält. Wie viel Handlungsspielraum passt denn noch zu den ganzen Rechnungen im Briefkasten? Gibt es noch irgendwas,
dem ihr begegnen wollt. Kommt doch mal vor die Tür, der Diskrepanzer rollt. Hinterm Gartenzaun geht's weiter. Ja, jetzt habe ich euch hier wieder voll geballert. Jetzt fehlt irgendwie das Feedback. Ihr habt zwar geklatscht, das ist sehr nett, aber jetzt müsst ihr mal was einwerfen hier. Ich brauche mal Inhalte von euch. Nix. Also ich möchte, sonst würde ich mit euch nochmal über die Ökoszene reden. Da ist ja auch Beuys ein Teil von gewesen. Für eigentlich alle in der Ökoszene ist er ja quasi so ein Heiliger, weil er halt auch gern mal Bäume umarmt hat. So wie ich, aber er hat auch leider ein bisschen geschwurbelt. Am Anfang war er leider antisemitisch. Das ist okay, kann man machen, im frühen Alter kann sowas passieren, kein Problem. Und hinterher hat er wirklich geniale Sachen gemacht, das mit dem Ausfegen in Neukölln, Alter, genial. Und die Fettecke und der ganze Kram, super geil. Aber er ist gemobbt worden von den Grünen, das muss man auch, wenn hier so ein heiliger Vertreter der Grünen da war und das anders geschildert hat. Leute, lasst euch nicht verarschen. Ja, wir können jetzt erstmal den Baerbock zum Gärtner machen, das ist okay, aber das ist eine Übergangsphase, bis die Bergpartei die Macht übernimmt. Danke. Gut, spiele ich noch einen Song. Aha. Schick, dieser Trick, doch jeder kann das. Alle wissen, wie man's macht, ich mach es anders. Entschuldige mich mal, wenn ich einen Blick drauf werf, Chef. Ey, es bringt ja Spaß, wenn ich richtig den Nerv treff. Du solltest jetzt besser zuhören, Björn, denn auf meiner Stirn die Falten sollen dir sagen, ich hab ein Gehirn. Ich mach mir so meine Gedanken, das hält mich knackig. Du siehst mich auf der Straße, nackig. Das ist doch völlig natürlich, wie Sex ist. Doch jetzt wird die Stimmung wie immer gemacht von Leuten, die etipetete drauf sind. Oder vom Awareness-Team. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute gilt es als schick mit dem Knick im Genick. Langeweile macht es Sinn, wenn ich weggegangen bin. Das System sollte sich was schämen. Das System sollte sich was schämen. Das System sollte sich was schämen. Schnauzbärte zu Flug, Asche, Straßen dieser Welt, ihr seid mein Spielplatz, ich betret euch. Kommt jemand, den ich nicht mag, dann bin ich freundlich, leih ihm mein Nähzeug. Dann kann er sich was zunehmen, du verstehst? Fröhlich gröhl ich euch zu, gell, wer gibt mir jetzt die Kugel? Sichere Weste, denn die wäre jetzt das Beste, bevor ich hier die Gäste mit Gelässer schön verpeste. Ich bemerke, es ist nicht eure Stärke, hier noch etwas zu retten. Drum machen wir uns einen netten Abend mit einer duften Ska-Band, wie man das von früher abkennt. Und in den Pausen kriegt ihr Muffensaus. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute ist es modern, vor sich hin zu modern. Heute gilt's halt schick mit dem Knick im Genick. Langeweile macht es Sinn, wenn ich weggegangen bin. Das System sollte sich was schämen. Das System sollte sich was schämen. Das System sollte sich was schämen. Yeah, Schnauz, Bärte zu Flug, Asche. Wer will mir was, wenn ich in jede Ecke passe? Und was ist der Sinn, wenn ich bald ausgestorben bin? Wo hat man Brot, sind alle Bäcker morgen tot? Und wo ist der Osten, wenn Piroggen Dollar kosten? Wozu hast du Lust, wenn du Kapitalismus? Wie lang machst du weiter, wenn du weißt, du hast noch einen Termin mit einer Flasche Medizin? Wozu diese Fantasien? Hab ich zu laut geschrien oder wo ist meine Stimme hin? Hab ich zu laut geschrien oder wo ist meine Stimme hin?
ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben. Danke nochmal an die AfD, dass sie mir diesen Satz jetzt nochmal so hochaktuell gemacht hat. Der ist allerdings schon 20 Jahre alt. Es ist verrückt, normal zu sein, Alter. Geil, danke, dass ihr das jetzt auf eure Kampagne klebt, dass ihr die Normalen seid. Vielen Dank. Es ist verrückt, normal zu sein. Es ist zu spät, pünktlich zu sein. Es ist albern, ernst zu bleiben. So, okay, dann gehen wir jetzt, kannst du meinen Dia-Vortrag bebildern mit deinen Klängen? Okay. Machen wir jetzt mal kurz eine Einführung. Ja, ein Tick leiser. Ja, ja, yeah, yeah, yeah. Also, liebe Gemeinde, kann man das dann auch stoppen, wenn ich da drauf drücke? Geht ja ganz schön schnell. Also, ihr habt jetzt hier schon die Plakate gesehen. Das waren die ersten Plakate, die die Bergpartei gemacht hat. Wachstum als Holzweg. Damit sind wir an den Start gegangen vor 15 Jahren, Alter. Ihr seht auch gleich, wie alt die Bergpartei ist, wenn ihr mich gleich seht, wie jung ich da aussehe. Das ist total krass. Jetzt kommt der Schocker, pass auf. Jetzt seht ihr mich, so lange mache ich schon die Bergpartei. So, also, machen wir weiter jetzt. Geht das weiter, ja. Ja, genau, wir machen halt alles selber. Wie ihr seht, Siebdruck, Kleistern, nix Plastikplakate, Alter. Kleister aber auf deiner Seite, von unten nach oben. Unternehmen Verantwortung. Freiheit macht Arbeit. Kann man gar nicht lesen. Ja. Gut. Das war ich. Okay. Hasi, unser Kandidat in Friedrichshain, Hauke, Spitzenkandidat, sein Maskottchen der Hase, überall zu sehen in Friedrichshain und Kreuzberg. Kompetenz als Maske. Irrer Spruch, ist auch schon 20 Jahre alt. Wollt ihr wirklich Pauzenberger? Das sind meine Wahlergebnisse. Egal. Zahnersatz für alle. Erststimme Hauke Stieve am Frankfurter Tor. Wo sind wir jetzt? Spaß kann auch Politik machen, auch auf Frankfurter Tor. Hier sind wir Cottbusser Damm. Hier ist die Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke, die wir auch organisieren. Schmetterlinge aus Beton ist unsere Leibgarde. Gleich gibt es auf Simon Dach, das ist Kreuzberg, versucht Friedrichshain zu provozieren. Ja, heute die Brücke, morgen das Rathaus. Gleich gibt's auf Simon Dach. Box sie alle weg. Ne? Das sagen die Kreuzberger zu den Friedrichshainern. So, guckt euch die Brücke gut an. So sieht's bald bei euch aus, wenn ihr... oh Gott, heute die Brücke, morgen die ganze Welt. Ja, also da geht's um die Trennung. Wir wollen wieder die Trennung von Friedrichshain und Kreuzberg. So, das sind die Waffen, mit denen wir uns da schlagen. Richtig geile Gummiknüppel. Guck mal, so lange mache ich die Bergpartei. Ist das nicht hart? Nachhaltige Terrorismusbekämpfung bedeutet Abschied vom Imperialismus. Ist doch logisch. Fehlbar, aber wehbar, das bin ich auch schon wieder. Zu wahr, um schön zu sein. Amelie Deufelhardt, Gründungsmitglied, Aussicht statt Abriss. Da ging es um den Palast der Republik. Da haben wir uns auch gegründet. Jetzt bloß nicht anständig werden, zu spät. Freiheit macht Arbeit. Ramona ist wieder am Start. Wunderbar, fehlbar, aber wehbar. Anhalten und umdenken, ja, ja, na gut, das ist nicht der beste Spruch. Wachstum als Holzweg, wir überlegen noch. Bester Unterspruch. Wahlpartys machen wir viel, Bernadette spielt sehr oft für uns, Blockflöte des Todes. Hier, träumt weiter. Das müsste ich eigentlich nochmal anhalten, das ist wirklich ein geiles Ding. Hier, das ist doch wirklich lustig.
CD, das ist der Moritzplatz. Ja, wir machen auch Großplakate. Also das war, das haben wir geschrieben, bevor es diese üble Nazi-Partei gab, die Dritter Weg heißt, das musste man dazu sagen. Damals dachten wir noch, Dritter Weg ist das, was rausgekommen wäre, wenn man den Ossis mal ein bisschen Mitspracherecht gegeben hätte. Ja, jetzt ist Dritter Weg, haben sich die Nazis auch geklaut. Auch die Farbe haben sich die Nazis geklaut inzwischen. Wir können nicht mehr blau nehmen. Träumt weiter. Ja. Jetzt schreiben wir nur noch träumt weiter. Was ist der Unterspruch? Weil wir ja den nicht mehr nehmen können. Jetzt habe ich den vergessen. Guter Spruch fürs Ausschlafen jedenfalls. Und hier SPD. Und hier waren schon Leute zugange. Das ist Kreuzberg. Ne? Ihr merkt, das wurde verändert. SPD. Wir für ein Alter ohne Armut. Ach nee, das war vor der... Ach, da muss ich euch das zeigen. Ja, guckt doch, da haben die schon angefangen. Rassismus und Ausbeutung, so bleibt Deutschland stark. CDU. Richtig gut, der Adbuster. Und hier steht dann, das haben die auch noch verändert, ich weiß nicht mehr in was. Das war auch sehr lustig. Okay, gut. Geht das jetzt von alleine? Ja, geht weiter, ja. Das ist mein Freund Schnappi, der steht seit anderthalb Jahren vor der Volksbühne, um die Schwurbler zu vertreiben. Die Schwurbler ist für uns ein Wort, das wir benutzen, wenn wir nicht Nazi sagen wollen, sondern rechtsoffen. Ja, dann sagen wir Schwurbler. So, und genau, wir malen hier auf diesen... Na, erklärt sich von selbst, oder? Also, klein aber langsam, die Bergpartei. Träumt weiter. Ja, im positiven Sinne natürlich. So. Jetzt ist wieder die Wasserschlacht, Vorbereitung. Die UN hat mitgemacht. Ja zum Bankrott. Wohlstand macht einsam. Fick dein Großprojekt. Hat schon jemand drin gewohnt? Das sind so Häuschen, ne? Sind beidseitig, da kann man drin wohnen. Alle Tage Sabotage. Überblick, hier Demo-Überblick. Wir sind eigentlich auf jeder Demo, die gut ist. Naturgesetze verschärfen mit der tollen japanischen Welle. Was steht da? Lasst euch nicht die Zähne putzen mit einer riesen Klobürste. Fahrräder brennen nicht. Und da hat einer hingeschrieben, nein, bitte nicht den Mustang. Aber wir haben überhaupt nicht geschrieben, ihr sollt Autos ab. Wir haben einfach nur gesagt, Fahrräder brennen nicht. So, was hier? Ja. Ernst-Reuter-Platz bei den Studenten an der TU. Ja zu Bankrott, Wohlstand macht einsam. Keine Angst vor Mangel. Naturgesetze verschärfen. Ganz genau so sieht es auch aus. Alles top aktuell, alles schon Jahre alt. Egal. Hier predige ich, ist ja interessant. Da kommt sogar ein Film in der Diashow. Liebe dein Auto, nee, liebe deinen Nächsten wie dein Auto. Auch von mir das Schild. Genau, da rappe ich auf der Oberbaumbrücke auf der Mietendemo. Da waren wir fast 250.000 Leute. Eine halbe, Viertelmillion. Viertelmillion Leute. Waren da auf der Straße. Und genau, die ist jetzt wieder am 11. September, glaube ich. Ja, 11. September, kommt nach Berlin oder macht selber eine hier in Karlsruhe. Kleiner Scherz. So, ihre Miete erhöht sich um 193 Euro. Das ist, wir zum 1. Mai gehen wir jetzt immer in Grunewald, weil wir keinen Bock haben, mehr Kreuzberg zu verwüsten. Wir verwüsten jetzt in Grunewald und haben eine Schaumstoff-Pflastersteinschlacht gemacht auf dem Johannaplatz. Nicht nur Klobürsten, sondern eben auch Wattestäbchen spielen eine Rolle. Ja, also ich mache halt auch Schallplatten, die könnt ihr hier auch kaufen, ist egal. Hier bin ich auf einem Schiff. Der Barkasse in Hamburg, geiles Konzert mit Knarf Röllem und Patex. DJ Patex hat so eine neue Platte gemacht, School of Zuversicht, müsst ihr euch kaufen. An allem muss gezweifelt werden. School of Zuversicht, geile Platte. Ja, hier ist wieder die Schlacht in Grunewald. Wir sind inzwischen ungefähr 10.000 Leute, die im 1. Mai in Grunewald kommen. Das hat sich eingebürgert jetzt. Kunstauktion. Ach ja, und Aufnehmer. Aufnäher habe ich auch dabei, Deserteuraufnäher, wenn ihr wollt. Ganz viele Aufnäher habe ich. Und Aufkleber, Aufnäher, Aufkleber, Plakate, das ist so meine Welt. Okay. So, wie lange geht denn das noch?
Ah ja, ist das systemrelevant? Da sind die Klobürsten drin. Ja, genau. Hier kann man meine Single als Download-Code auf der Rückseite vom Aufnäher kaufen. Und jetzt meine allerneuesten Plakate kommen jetzt. Da sage ich jetzt gar nichts mehr, das ist die Wahl 21. Ach ja, ich war in Stuttgart. Huch. Ja, genau, so bin ich gekommen mit dem Zug. Ich brauche auch kein Auto. Umstieg 21, Alter. Das ist ja ein Film, das ist ja geil. Kommt da auch Ton? Warte mal, ich muss den anderen... Wie komme ich denn da jetzt wieder raus aus dem... Mitdenken statt Querdenken, genau. Der war gut. Mitdenken statt Querdenken. Ja, na gut. Das könnt ihr jetzt... Ja, hier, mein neues Riesenbus. Das Braune muss weg. Wir empfehlen mir eins einfach. Habt ihr gerade gehört, als Rap-Song gibt es jetzt als Plakat. Jetzt mein neuester Hack, Alter. Erbrecht kippen. Hahaha. Erbrecht kippen. Sieht man so zwei Leute, die so kotzen. Da ist so... Kippen sind da drin in der Kotze. Aber ihr wisst, was ich meine. Erbrecht kippen, ja, genau. Ja, das, ich mache gerade Collagen, es bringt tierisch Spaß. Ich verkaufe die für 100 Euro das Stück auf der nächsten Kunstauktion der Bergpartei. Kommt man nach Berlin, es lohnt sich. Out of the darkness came. Auch sehr gut. Das ist eigentlich ein linken Plakat, das habe ich jetzt wieder rückgeführt. Ja. Da steht es jetzt auf dem Cottbusser Tor. Erbrecht kippen. Nur Schweine können fliegen. War es das jetzt? Schmetterlinge, das sind Volksbegehren. Ja, Volksabstimmung, dann darf man auch plakatieren. Übrigens hat keiner auf dem Schirm. Darf man aber. Das war gegen die Bebauung des Tempelhofer Flugfeldes. Uns beteiligt. Jetzt haben wir zum Glück das Flugfeld. Der einzige gute Spruch der Grünen in Berlin ist Tempelhofer Feld, Doppelpunkt, einfach mal so lassen. Top Spruch. Ja, fängst du jetzt wieder von vorne an? Ich glaube, das war's. Dankeschön.